Hallo und willkommen zu Meme Tape, der ersten Meme-Show im deutschen Fernsehen. Ja. Es ist 12 Uhr 23 Sekunden. Oh Junge, ist das echt die Uhrzeit? Nein. Oh, oh shit, wir sind so früh, wir sind vor den Frühnachrichten. Wie dem auch sei, wir schauen uns wieder geile Memes an, heute deutsche Memes, also das geil vielleicht in Klammern. Ich weiß nicht, was auf uns zukommt. Corona fickt diesen Winter richtig. Deutsche, wenn man zwei Bundesländer weiter eine einzelne Schneeflocke rieselt, heute hier, morgen dort. Ah, das ist, weil alle Vollidioten ins Harz gefahren sind. In den Harz. Ah, okay. Ich hatte keinen Kontext. Es hat irgendwo mitten in Deutschland geschneit und alle sind da hingefahren und dann war da super der Auflauf. Das sollte man nicht machen. Nee, das sollte man nicht machen mitten oder so? In der Pandemie. Nein, hey? Sollte man nicht. Nee, fahrt nicht in den Harz, Leute. Aber die waren einfach so, hey, Schnee. Ja. Aber Schnee ist auch cool, muss man sagen. Schnee ist schon cool, vor allem für so Schneedengel, Dengel, Schneedengel. Schneedengel, du bist auch so ein Dengel. Das obere Ende des Dürrems und das untere Ende des Dürrems. So wahr, ja. So sammelt sich unten und oben ist halt so... Das ist so versifft. So ist so trocken oben. Ja. Ich esse sowieso lieber Lamachun. Lamakum? Ah, die sind nice. Das ist geil. Aber ja, also Soßen laufen irgendwie immer nach unten. Das ist problematisch. Ja. Obwohl, ich hätte jetzt Bock auf einen Döner. Obwohl, die müssten... Ja, ich auch. Ich will einen von dem guten Laden, aber der ist so weit weg. Ja, und die liefern noch nicht. Spastis. Ja, es fällt euch eigentlich ein, in der Mall zu existieren. Hört mal auf damit. Ich, mit 8 Jahren, als ich nur noch Gemüse auf dem Teller übrig hatte. Für Afrika. Oh, das ist so richtig deutsch. So, hey, iss dein Gemüse auf. Kinder in Afrika hätten das gerne. Ja, die werden verhungern, wenn du das nicht aufisst, hier in Deutschland. Es ist so, wow, fördern wir Völlerei. Warum machen wir das? Ich meine, es bringt den Leuten in Afrika nichts, wenn wir mehr essen. Überhaupt nichts. Wir könnten es ihnen schicken. Stell mir vor, wie viel... Das tun wir schon. Ja, aber stell mir vor, wenn sämtliches Gemüse, das Kinder nicht aufessen wollen, wie viel die dann hätten. Ah, wir ruinieren jetzt schon völlig deren Marktwirtschaft. Aber das ist ein anderes Thema. Wenn du 7.59 Uhr aufwachst und dann auf den 8 Uhr gestellten Wecker deaktivierst, Bombe wurde entschärft. Oh, ich kann morgens nicht aufstehen, ist schlimm. Ich schalte den Wecker immer aus und leg mich wieder hin. Aber den Wecker auszuschalten, bevor er losgeht, ist tatsächlich sehr, sehr satisfying. Ah, ich habe mal früher meinen Wecker immer runtergeschmissen, armes Ding. Ja, seit dein Handy dein Wecker ist, machst du das nicht mehr. Hängt von der Stimmung ab. Okay, das ist gut. Kaboom! No, kaboom. Kaboom. Silvester be like. Oh ja, das war ein trauriges Silvester. Die haben hier in der Nähe Feuerwerk tatsächlich gezündet. Ja, gut. Ja. Ich meine, vermutlich oder was mal. Oh, den Leuten traue ich auch zu, dass sie sich da so aus Polen schicken lassen oder so. Oh ja. Oh ja! Wenn du diese Menschen und die gleichnamige Serie kennst, weißt du, wie gleich explodiert was. Die Show ist super. Das ist mit Abstand eine der besten Shows aus dem Öffentlich-Rechtlichen, die es jemals gab. Wie hieß die? Nicht nachmachen. Einfach. Das war aus der Folge mit dem Mikado, mit den Stützbalken. Genau. Weil sie das mit Trickern rausgezogen haben. Ja, also das Ding von der Show, falls man es nicht kennt, war einfach nur, da sind zwei Leute in einem Haus und sie führen irgendwelche weirden Experimente durch und zerstören dabei einfach das Ganze aus. Hey, was ist, wenn wir Mehl anzünden? Was ist, wenn wir die Waschmaschine in die Luft sprengen? Was passiert, wenn wir das Heizungsventil zudrehen? Was passiert, wenn wir Feuerwerk in die Mikrowelle packen? Also am Ende der ersten Staffel haben sie halt das erste Haus wirklich zerstört gehabt. Deswegen mussten sie sich ein neues Haus suchen für die zweite Staffel. Ist so super. Sie haben sogar Wildwasserraften in dem Haus gemacht. Weißt du, was ironisch ist? Ich glaube, wir haben die Show um Silvester rumgesehen. Das erste Mal vor ein paar Jahren. Ja, stimmt. Stimmt. Ja. Wir haben mega den Marathon gemacht, weil die Serie dann so geil die halbe Nacht durch. Ja, also solltet ihr euch gönnen. Das ist wirklich, wirklich die, können, die hätten eine dritte Staffel verdient. Ich hätte Bock. Definitiv. Ja. Also, falls ihr ein Haus übrig habt, ne? Killing Airsoft Cheaters with Real 50 Kaliber Desert Eagle. America be like. Okay. Ist das. Haben die das echt gemacht? Das klingt sehr amerikanisch. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist er nicht der Airsoft-Cheater, wenn er die echte Waffe benutzt? Stimmt. Er ist der Cheater, ist das ein Selbstmordvideo? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Random Typ in der City, irgendwas Soziales durch eine kleine Spende, ich...
Deutschland. Ist so wahr. Vor allen Dingen, ich bin auch als Student durch die Innenstadt gelaufen und wurde von anderen Studenten angesprochen. Ich denke mir so, ihr arbeitet hier, ihr jobbt hier, ihr wisst, wie viel Einkommen Studenten so haben. Ja, das denke ich mir auch mal so, ja, cool, würde ich ganz gerne machen, aber ich bin so Azubi, so. Greift durch irgendwelche alten Säcke raus, ja, oder so, ja. Das verstehe ich nicht, warum die ständig junge Leute ansprechen, als hätten die irgendwie das Geld dafür, so. Leute in ihren 20ern sind chronisch pleite, so funktioniert das, ja. Das ist der Grund, einfach weil du 20 bist. Wenn du schon wieder die Stella Arcana-Werbung sehen musst. Hast du die oder Raid Shadow Legends. Ja, allgemein irgendwelche Werbung, die sich wiederholen. Es ist voll schade. Auf der einen Seite, ich habe Premium auf YouTube, weil ich sehr viel YouTube konsumiere. Ich weiß, Bonzen. Aber ich kriege das nicht mehr mit, wenn irgendeine Werbung den Leuten total auf die Nerven geht, weil ich keine Werbung mehr kriege. Das ist ein richtiges First World Problem. Du kriegst noch die Werbung in den Videos von den Creators selbst. Ja gut, aber das Einzige, was ich damit bekomme, ist NordVPN. Wenn du zwischen den diversen Beiträgen auf Reddit Deutsche Memes ein lustiges Meme findest, der Herr sei gesegnet. Ja, das stimmt. Ich glaube, wir hatten noch keins, das uns wirklich so hart zum Lachen gebracht hat. Nicht so über dieses Fake-Lachen hinaus. Wir hatten Weihnachtsmemes, die uns zum Lachen gebracht haben. Denk dabei drüber nach, Deutsche Memes. Ich fand das Kaboom-Meme gar nicht so schlecht. Kaboom! Gut. Überall ist verkehrt rum, oder? Ja. Oh Gott. Haben die verkehrt rum? What are you doing? Für 520 Euro. Um auszusehen wie ein Vollidiot. Wow, ich würde Mode nie verstehen. Wow, stell dir mal vor, wir würden die Brille verkehrt herum machen. Was für ein krasses Modestatement das wäre. Oh, Meta-Mode, Alter. Die 100 gefährlichsten Dinge der Welt. Die 100 gefährlichsten Dinge der Welt. Ich liebe dieses Template. Der Titel ist bescheuert. Ich dachte, ich verlese mich, aber das steht halt wirklich. Ich meine, gerade beim Vorlesen wollte ich schon sagen, die 100 Dinge gefährlichste der Welt. Also, ja, ich auch. Das ist aber auch so ein typisch deutsches Buch, davon gibt es so viele. Die 100 unheimlichsten Gespensterbegegnungen, die 100 gefährlichsten Innenstädte. Ich glaube, 100 Ways to Die ist amerikanisch, oder? Es gibt so viele dumme Wege zu sterben. Da, 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 da. Ways to Die. Mann will Mann, Punkt. Mann will Mann, Punkt. Also es ist noch relativ aktuell. Montana Black hatte so eine Kontroverse, hat sich vor ein paar Tagen aufgeregt, weil sein Foto, wie er nackt im Gartenteich sitzt, wurde von Instagram gelöscht, wegen Nacktheit. Wow. Und er hat dann zum Vergleich Frauen angeführt, die sich auch nur die Hand vor ihre spezielle Zone halten und trotzdem wurde das nicht gelöscht. Er meinte halt, dass da ein bisschen mit zweierlei Maß gemessen wird. Also irgendwie sowas mit, hey, da hat eine Lady 8 Minuten gestrippt auf Twitch. In Unterwäsche. Mhm. Aber anscheinend wurde dafür 3 Tage gebannt. Weil sie die Ausrede hatte, ich dachte eigentlich, ich würde was für Onlyfans aufnehmen und nicht streamen. Also ist das nicht wirklich so ein Ding, dass Frauen sehr viel weniger bestraft werden für solche Dinge als Männer auf Twitch? Ich glaube, wenn du Twitch viel Geld einspielst, wirst du dir generell nicht bestraft, dass du wichtig bist. Okay. Ich dachte, es gäbe diese Kontroverse mit... Ja, doch. Es gibt ein paar weibliche Streamerinnen, die ungewöhnlich viel Einfluss haben auf die Plattform. So eine Elinity oder Pokemane. Die schafft es überall auf YouTube, ihre Forts Compilation löschen zu lassen. Ich hab's tatsächlich gesucht, weil ich war einfach neugierig. What the fuck, was ist das? Brasilianischer Forts Porno? Wenn dein besonders haariger Freund sich einen Spaß erlaubt. Märchenstreich. Cremiger Brotabstrich. Okay. Das ist keine Kleinstlache, ich finde das legit gut. Die Wurst war seltsam, die habe ich als Kind gegessen. Warum denkt man sich, ich mache eine Wurst, die hier aussieht wie ein Bär? Keine Ahnung. Also wie diesen komischen... kennst du diese Bärchen-Mortadelle, die einfach nur gruselig aussieht? Ja, genau, das ist ja auch von demselben Hersteller, die meinte ich gerade. Gruselig, fucking gruselig. Das erzeugt Albträume bei Kindern. Deutscher Vin Diesel. Wenn Diesel so 50 Kilo zunehmen würde. Du weißt du, ich habe einen Kumpel, der wurde von, wurde blockiert von, kennst du auch Engo, oder? Ja. Ich habe auch mal mit Sefi so ein bisschen rumgegangen, der hat mal Jumbo Schreiner irgendwie doof angeschrieben und dafür wurde Gengo halt irgendwie mitblockiert, weil Sefi so meinte, hey, hast du Bock mit mir und Gengo ein bisschen Fortnite zu spielen? Und dann der so,
Ich blockiere euch jetzt mal beide. Er ist bis heute blockiert, weil er ist bei Jumbo Schreiner bis heute blockiert. Reasonable wegen Fortnite. Keine Ahnung, was sie spielen wollten, GTA oder so. Es ist so lustiger, wenn man denkt, sie wollten Fortnite spielen. Das ist ein merkwürdiger Grund, blockiert zu werden. Ja. Was gibt den Leuten das Gefühl von Energie, Geld, Zustand, sich im Bus nicht festhalten, wenn er bremst? Oh, das stimmt. Das hab ich auch mal gemacht. Das war... war ich immer so der cool. Da hat man sich immer so cool gefühlt, im Bus zu stehen. Selbst wenn überall noch Sitzplätze frei waren. Heute denkt man sich, was warst du für ein bescheuerter Grundschüler. Also einmal eine Geschichte, wo der Busfahrer dann super genervt war und dann hart gebremst hat. Ich bin dann bis da vorne durchgeflogen. Weil du so, setz dich endlich hin, du Wichser. Im Nachhinein denke ich mir, okay, ich war da schon ein Wichser. Sehe ich ein. Das war nicht cool von mir. Aber du sollst mir, aber versuch trotzdem nicht, mich umzubringen, okay? Ja, reasonable. Busfahrer fahren dann wirklich so, setzt euch endlich hin. Das war halt so eine Phase damals in der Grundschule, dass wirklich alle gemacht haben. Ich versuche immer noch manchmal zu fahren, ohne mich festzuhalten. Ich weiß nicht. Es gibt halt wirklich das Gefühl von Macht. Das ist ein Achievement. Das ist ein Real-Life-Achievement. Oh ja, das stimmt. Wenn dir ein Kumpel sagt, er hat Corona mitgebracht, aber du siehst kein Bier. Oh. Das sieht nicht gesund aus, Medium. Deutsche Memes sind sehr viel Corona. Ah ja, stimmt. Weil wir auch nichts Besseres zu tun haben. Kenn ich, wenn du 10 Sekunden rennst. Oh, das war mir so ätzend. Wir hatten so eine Laufveranstaltung in der Schule und ich irgendwie, alle sind schon im Ziel und ich Fettsacke häng da irgendwie noch eine halbe Runde hinterher und alle so, jetzt komm ins Ziel, komm schon. Und denkst du so, Alter, fickt das. Euch, ich sterbe hier draußen. Sagt meinen Kindern, dass ich sie geliebt habe. Ah, atmen tut weh, es brennt. Ich finde immer diese Läufe, wo du so viele Runden wie möglich schaffen musst, das ist ganz lustig. Boah, das war früher, wenn man zum Bus musste, immer scheiße. Man hat den hinten schon vorbeifahren sehen und dachte sich, fuck, jetzt muss ich bis zur Bushaltestelle rennen. Das habe ich auch jeden Morgen gemacht, weil ich zu faul war, 15 aufzustehen. Dann gab es solche Assis, die haben dich nicht mal auf dem Weg aufgesammelt. Die sind dann an dir vorbeigefahren, so, fick dich. Ja, nö, wenn du es nicht bis zur Bushaltestelle schaffst, dann musst du hier stehen bleiben. Fick dich. Wenn du einen guten Platz für deine Bücher suchst. Regal. Nee, findest du viel zu lustig. Ich weiß nicht. Es ist einfach so stumpf. Weißt du, manchmal finde ich so stumpfe Witze einfach super lustig. Während der Gedenksrede zum Holocaust aufpassen und interessiert sein. Und dann haben wir Hängegaulern. Ich denke, das ist ein guter Moment, um das Video jetzt zu beenden. Ja. Abschließende Worte zu deutschen Memes. Ich fühle es nicht. Es gibt drei deutsche Memes, die ich akzeptiere und das sind... Bruder muss los, wegen dem Pedalus, das ist so ziemlich deutsch. Lern Deutsch, du Hurensohn. Und wenn Deutsche diese Kommentarsektion eines englischsprachigen Videos für die BRD einnehmen, das ist auch gut. Ja, also ich fand auch damals den Rat der Fliesentischbesitzer sehr geil, aber das Meme gibt es leider nicht mehr. Das ist gestorben. Es gibt wenig gute deutsche Memes, habe ich das Gefühl. Ja, aber wie gesagt, das war einer meiner Favorites. Aber damit haben wir deutsche Memes abgehandelt, das heißt, wir müssen sie nie wieder machen. Yes! Yay! Let's High go! High five! Ja! Oh, das war gut. Jetzt freezen, bis während der Abspann läuft. Den Abspann kann keiner sehen außer uns. Back in the 90s, I was in a very famous TV show. Macht euch noch einen schönen Tag. Ich guck mal, ob ich ihn neu starten kann. Bis dahin. Fick dich.